So, ja, läuft jetzt? Jetzt. Hast du den Ton jetzt eingeschaltet? Ja, ich habe den Ton jetzt eingeschaltet. Dann kann ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu Stapler TV. Mein Name ist Björn Henk. Heute mit dem Thema Arbeitsgangbreite. Dazu gibt es ganz viele interessante Formeln und Berechnungen und Möglichkeiten, das Ganze zu berechnen. Weil ich euch aber nicht langweilen will, machen wir das Ganze mal weg. Und fangen mal mit so ein paar Sachen an, die grundsätzlich wichtig sind oder grundsätzlich interessant sind für das Thema Arbeitsgangbreite. Wenn wir die Arbeitsgangbreite berechnen wollen, diese ganze Formel, das ist alles ganz toll und ganz schön und ganz lustig, wenn wir ein neues Lager einrichten. Und da können auch die Leute sich mit beschäftigen, die neue Lager einrichten. Ich will euch nur kurz erklären, worum es eigentlich geht bei der Arbeitsgangbreite. Wir haben hier die Palettenstellplätze. Die Arbeitsgangbreite soll eigentlich diese Breite sein, beziehungsweise diese Breite bezeichnet man als Arbeitsgangbreite. Und zwar ist es die Breite, die man braucht, um diese Palette nach hier auszulagern und nach hier zu verfahren, respektive nach da zu verfahren. Und dieser Abstand, den man braucht, um das eben zu tun, ja, das ist die Arbeitsgangbreite. Was ist denn wichtig? Es gibt zur Arbeitsgangbreite eine VDI, wie es in Deutschland alles bezüglich Gabelstapler in irgendeiner VDI-Richtlinie geregelt ist. Da sind auch die Berechnungen drin und alles. Also wer da Interesse dran hat, kann das gerne da nachlesen, kann das gerne da nachprüfen. Was aber für die Praxis interessant ist oder was für die Praxis wichtig ist, ist, es gibt grundsätzliche Unterschiede, wie errechnet sich die Arbeitsgangbreite. Und zwar gibt es diese Unterschiede zwischen Hochhubwagen, Niederhubwagen, Dreiradstapler und Vierradstapler. Um es einfach mal ganz kurz zu erklären, die Niederhubwagen werden so eingeordnet oder da wird die Arbeitsgangbreite so berechnet, dass die quasi schon ein Teil der Palette sich hier drinnen bewegen kann und man dann erst mit dem Heck quasi rumkommt und das dreht. Das heißt, die Niederhubwagen haben von der rechnerischen Breite oder von der rechnerischen Seite her am wenigsten Arbeitsgangbreite. Bei den Hochhubwagen, Dreiradstapler und Vierradstapler ist das anders. Das ist aber auch ganz logisch. Also wenn wir uns mal einen Hubwagen vorstellen, der hier seine Gabeln hat und hier vorne dann quasi hier die Deichsel dran hat, dann haben wir das quasi ja schon durch die Palette abgedeckt und haben nur als zusätzliche Fläche quasi das hier bis, ich zeig's mal bis hierher, wenn wir die Deichsel halt nur so ein bisschen runtergeklappt haben, dass wir in Fahrstellung sind, dann haben wir quasi nur das. Und wenn wir jetzt mal einen Gabelstapler daneben malen würden, das auch mal die Zinken, das hier mal, dann haben wir ja schon deutlich länger, als wenn wir jetzt einen Dreiradstapler nehmen und hier haben wir das Rad und machen wir hier das Rad hin und haben hier die drei Räder, dann haben wir hier ja schon deutlich mehr Länge einfach, aufgrund dessen, dass die Bauform einfach viel länger ist. Und beim Vierradstapler, ich male den nochmal daneben, weil ich gleich noch was zeigen will dazu, auch wenn er von der Grundform her, von der Grundbauform her vielleicht nicht länger ist, aber ich will gleich nochmal was dazu zeigen. Deswegen muss die Arbeitsgangbreite ja schon mal aufgrund dessen länger sein, weil wir die Palette gerade rausfahren müssen, damit wir nicht rechts und links an die nächste Palette anstoßen und dann erst rumfahren können und dann erst quasi einschlagen können, um dann mit der Palette in die jeweilige Richtung hin und her zu fahren. Was ist noch der große Unterschied? Der Unterschied ist noch ein Drehpunkt. Hier haben wir ja bei dem Hubwagen, haben wir ja hier das Rad und hier vorne die beiden Lastrollen. Ne? Die Lastrollen sind ungefähr hier, ungefähr. So, das heißt, wir drehen ja quasi, wenn wir das Gerät drehen, um diese Achse. Also wir haben ja, das bewegt sich in die Richtung, wir drehen quasi um diese Achse. Das heißt, wenn wir jetzt in die Richtung einschlagen, bewegt sich die minimal nach vorne und die minimal nach hinten. So, der Drehpunkt beim Dreiradgabelstapler, den Drehpunkt haben wir, den Drehpunkt hier. Das heißt, wenn wir das nach hier bewegen, bewegt sich das minimal nach vorne und das minimal nach hinten. Das heißt, wir haben einmal hier den Drehpunkt, einmal hier den Drehpunkt und bei dem Vierradgabelstapler liegt der Drehpunkt in der Regel gar nicht innerhalb des Fahrzeugs, sondern irgendwo hier in Richtung des Vorderrads, weil wir aufgrund der Konstruktion eines Vierradgabelstaplers, selbst wenn gar nicht den Lenkeinschlag von 90 Grad hinkriegen, sondern in der Regel, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen so, nur in die Richtung kriegen. Das heißt, das bewegt sich in die Richtung um dieses Zentrum quasi herum.
Ne? So kann man sich das vorstellen. Es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend ist halt die Arbeitsgangbreite auch eine andere, weil eben der Wendekreis, um es mal so zu nennen, der unterschiedlichen Flurförderzeuge, also vom Hubwagen über Dreiradstapler und Vierradstapler, weil der Wendekreis eben ein ganz anderer ist. Bei einem Dreiradstapler, ich male euch jetzt nochmal einen Schubmaststapler mit dazu, also das sind die Radarme vom Schubmaststapler und das ist jetzt die aufgenommene Palette, die er hat. Ne? Die Gabeln dazwischen. Da ist natürlich der riesige Vorteil, wir haben durch die Bauform haben wir quasi, wenn das der Schubmaster ist, haben wir quasi hier auch zwischen den Vorderreifen den Drehpunkt und haben dadurch, dass wir hier nur ein einzelnes Rad haben, können wir das eben auch genau so hier rum, immer im gleichbleibenden Abstand zu dem, können wir eben diese Bauform nutzen und müssen dann eben nur so weit aus der Palettenreihe eben rausfahren und können dann um diese Achse drehen. Das heißt, der vereint halt nochmal so zwei Vorteile vom Dreiradstapler, weil er eben ein Stapler ist, weil eben übereinander oder weil eben die Paletten nicht eins zu eins übereinander gestapelt sein müssen, wie es eben bei einem normalen Hochhubwagen der Fall wäre, weil er unten einfährt. Also das ist so quasi für das Lager, für das Regal, für die Regale in der Regel das Nonplusultra, weil er die besten Dinge miteinander kombiniert, also die kompakte Bauform, die Flexibilität, dass man eben die Paletten nicht gleich übereinander stapeln kann, sondern auch unterschiedlich große Ladungsträger, muss ja nicht unbedingt Paletten sein, aber Ladungsträger, wie auch immer, übereinander stapeln kann. Weil das aber alles nur blanke Theorie ist, gehen wir jetzt mal raus in die Halle, habe schon ein bisschen was vorbereitet und schauen uns das jetzt tatsächlich draußen nochmal an. Wir nehmen mal einen Zollstock mit und dann können wir das mal ein bisschen messen und können mal ein bisschen vergleichen und ihr seht hoffentlich noch ein bisschen besser, wie das funktioniert oder wie das gemeint ist. In der Halle. Ich habe mal drei Paletten nebeneinander gestellt, damit man sieht, worauf ich hinaus will, wenn wir die einzelnen auslagern. Was man auch schon mal hier sehr schön sehen kann, ist ganz einfach die Baugröße, die Bauart. Ne? Also wir haben jetzt mal ungefähr alle Gabelrücken nebeneinander gestellt, dass man schon mal sieht. Von der Logik her und auch von der Praxis her ist es halt so, dass so ein normaler Handelwagen einfach die geringste Baubreite oder die geringste Bauform hat und dementsprechend auch die kleinste Arbeitsgangbreite erfordert. Ist jetzt nicht nur beim Regal so, sondern ist eigentlich egal, in welche, wie man das aufteilt oder ob es ein Regal übereinander ist oder ob es ein Block gestellte Paletten sind, egal. Man muss ja mal eine Arbeitsgangbreite lassen, um die einzulagern, auszulagern. Der braucht also am wenigsten Platz, der naturgemäß etwas mehr und logischerweise der Dreirad-Gabelstapler am meisten. Weil man das hier an dem am besten erkennen kann wahrscheinlich. Euch zeigen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. So, wenn wir jetzt hier das machen, wenn wir jetzt hier 90 Grad einschlagen, dann sehen wir, dass diese sich in rückwärts bewegen und diese vorwärts. Das heißt, der Drehpunkt ist irgendwo hier zwischen den Rollen. Wir haben jetzt hier Tandemrollen, da sieht man das noch wunderbar, weil sich zwei bewegen. Das heißt, er dreht quasi um diese Achse rum. Dementsprechend ist das der Drehpunkt von diesem Gerät. So, und jetzt lagern wir gleich mal eine Palette auf. Dann können wir das mal sehen, was damit gemeint ist. So. Wir müssen ja jetzt mindestens mal bis hierhin ungefähr, um zu gucken, dass wir die Palette jetzt rauskriegen. Dadurch, dass wir jetzt hier in der Mitte um diesen Punkt drumherum drehen, müssen wir ja noch nicht mal ganz raus. So, wir sind ja jetzt noch nicht ganz draußen, aber wir können trotzdem schon, da wir ja den Drehpunkt anders haben, einfach hier rausfahren. Das heißt, mit dem Gerät haben wir am Ende
die geringste Arbeitsgangbreite. So, soweit sind wir jetzt rausgefahren und jetzt fahren wir einfach mal hier um die Kurve. Und dann sieht man, man muss es so sehen, mit dem Hubwagen muss ich natürlich noch ziehen. Das heißt, ich brauche ja mindestens mal diese Arbeitsgangbreite, weil ich muss ja die Kraft aufwenden. Für das Gerät an sich würde aber, das sehen wir gleich bei dem elektrischen, ja hier die Arbeitsgangbreite ungefähr bis hierhin reichen, um rein technisch hier aus dieser Lücke rauszufahren. Ja, man hat das gerade wunderschön gesehen. Also von der Baugröße her, beziehungsweise von dieser VDI-Richtlinie, da geht es nicht darum, dass irgendjemand noch hinter dem Hubwagen steht und das sieht, sondern da geht es rein in die technische Vergleichbarkeit, die anhand der technischen Maße, Daten eben hergeleitet wird. Bei dem Gerät ist es wieder genau das Gleiche. Ne? Wir müssen halt mit dem Niederhubwagen nicht ganz rausfahren, das heißt, wir können die Palette noch ein bisschen innen drin überlappen lassen. Wir sind jetzt bei 1,70 Meter ungefähr. 1,70 Meter ist hier, bei 1,70 Meter ungefähr. Und können dann das Gerät ja hier rumziehen und können dann es ansteuern. Wir müssen ja nicht mehr dahinter stehen, weil Elektrogerät fährt von ganz allein. Wir können halt auch schon ein bisschen von dem Platz da innen drinne, also diese Überlappung der Palette da vorne, eben nutzen und noch als Drehbereich mit nutzen. Dementsprechend ist halt laut dieser VDI-Richtlinie der Wendekreis bzw. die Arbeitsgangbreite von so einem Niederhubwagen am geringsten. Bei einem Hochhubwagen wird das so gerechnet, weil man davon ausgeht, dass man ja mehrere Palettenstapel übereinander hat, dass man so weit nach draußen fahren muss. Erst dann beginnt quasi der tatsächliche Wendekreis. So, das hieße, das sind dann in der Regel nochmal so, ja, gemessen 10 cm mehr. Und auch für das Gerät ist es wichtig, dass nicht das hier genommen wird als Länge, sondern eben so weit, dass tatsächlich die Deichsel auch ausgelenkt werden kann, um eben das Gerät zu bewegen. Weil so ist klar, fährt das Ding ja kein Millimeter. Und dann hier rüber. Also hier haben wir ungefähr Arbeitsgangbreite, haben wir ja eben gemessen, 1,70 Meter. Dann muss man den Abstand, den Sicherheitsabstand quasi noch mit dazu rechnen. Ja, also kommen wir dann am Ende irgendwie so bei knapp unter 2 Metern. Jetzt kommen wir mit 2 Metern aber bei weitem nicht mehr hin. Anschneiden. Philipp lacht. Das ist dem wollen wir sagen, warum? Ich weiß nicht. Ja, ich will sagen, warum. Dann sag es voll. Philipp lacht immer beim Thema Anschnallen, weil wir hatten neulich Besuch von einer Berufsgenossenschaft und die sind bei uns auf den Hof gefahren und Philipp kannte denjenigen Herrn nicht und ist natürlich unangeschnallt auf dem Gabelstapler über den Hof gefahren. Und der Herr hat ihn natürlich gleich angesprochen, warum er das denn tun würde und ja, quasi eine Verwarnung, eine mündliche Verwarnung ausgesprochen. Deswegen lacht Philipp immer, wenn ich mich anschnalle. Ja. So, long story short. Hier sehen wir jetzt, warum wir mit 2 Metern nicht mehr hinkommen werden. Weil wir haben ja bei dem Gerät schon eine Baulänge von 1,90 Meter. Und wenn wir jetzt noch nach hinten rausfahren, so dass wir die Palette auslagern können, dann müssen wir so weit rausfahren. Wenn wir jetzt, sind wir schon bei rein rechnerisch 3,10 Meter. Ach, wunderbar, passt sogar, kann man rechnen. 1,20 Meter plus 1,90 Meter sind 3,10 Meter. Warum müssen wir so weit rausfahren? Warum können wir das nicht machen wie bei dem Niederhubwagen? Weil wir ja eben drinnen uns angeguckt haben, der Drehpunkt liegt zwischen den Reifen. Das heißt, der Drehpunkt liegt irgendwo hier in der Mitte. Und dementsprechend dreht sich diese längste Ecke, weil das ist die weiteste Entfernung, respektive nach hinten die weiteste Entfernung, das ist die weiteste Entfernung, die sich jetzt hier rausdrehen wird. Das heißt, das dreht sich ja auch da drüben die Achse. Wir brauchen also hier ungefähr, also das ist jetzt schon eigentlich ein bisschen viel, aber wir könnten hier noch ein bisschen näher ran, aber wir brauchen eben,
Wir müssen raus aus der Palettenreihe, ansonsten können wir nicht drehen. Wenn wir jetzt hinten dazu den Sicherheitsabstand rechnen, dann haben wir ja jetzt ungefähr 3,30 Meter, um eben ja, mit so einem Gerät arbeiten zu können. Und ja, jetzt sehen wir, wir kommen hier auch raus. Hinten das baut jetzt nicht mehr über, also wir kommen hinten vielleicht noch minimal drüber hinaus, da der Abstand in der Diagonale von der Mitte bis in die Ecke vom Gerät vielleicht ein bisschen länger ist als bis in die Mitte nach hinten, obwohl das eigentlich vom Radius her, deswegen ist das Kontergewicht wahrscheinlich ein bisschen rund, obwohl das vom Radius her eigentlich schon ziemlich gut passen könnte. Das schon mal zum Thema Arbeitsgangbreite. Jetzt zeige ich euch das noch mal kurz mit den Reifen, dass der eine vorwärts und der andere rückwärts dreht, für alle die, die das noch nie gesehen haben oder noch nie darauf geachtet haben. Ich habe jetzt den Reifen komplett eingeschlagen und man sieht jetzt, der linke Reifen dreht nach vorne und der rechte Reifen dreht nach hinten. Das heißt, wir haben die Achse, um die dieser Gabelstapler dreht, ist quasi genau die Mitte der Vorderachse. Ne, wenn wir jetzt in die andere Richtung fahren, sehen wir das auch ganz genau. Wieder Reifen. So, und um das nochmal zu zeigen, bei einem, also beim Schubmaststapler, beim Schubmaststapler ist es halt auch genau so. Hier haben wir, wenn das Ding funktioniert, den Vorteil, wir können den Mast noch ranziehen. Das heißt, wir haben die Palette ja schon mal zur Hälfte irgendwie im Fahrzeug drin und drehen dann trotzdem noch auf dieser Achse, also hier quasi, wo jetzt der Hubzylinder ungefähr wäre, und können dann eben da drehen und haben aber nur noch ja, knapp eine halbe Palette nach vorne hin rausstehen. Jetzt gucken wir uns das nochmal bei einem Vierrad-Gabelstapler an, damit ihr ungefähr versteht, worauf ich hinaus will. Wollen wir einen Hund mitnehmen? Nein. Den dürft ihr ja schon kennen aus dem Video vom Zinken Verstellgerät. Was man jetzt schon sieht, wenn man ganz genau hinschaut, der Lenkeinschlag ist schon echt krass, das muss man ja tatsächlich mal sagen. Aber wir haben eben immer noch keine 90 Grad. Verschiedene Hersteller haben das versucht zu bauen, indem man die Aufnahme jetzt nicht so wie in einer starren Achse hinten gemacht hat, sondern indem man die Aufnahme von oben gemacht hat und quasi über eine Umlenkung dann rumgegangen ist. Und quasi, um quasi den Drehpunkt oben auf dem Rad zu haben, um noch einen größeren Lenkeinschlag zu haben. Aber das ist das, was ich eben drinnen schon gesagt habe. Wir haben jetzt eben nicht den Lenkeinschlag von 90 Grad, den man bei einem Dreiradgerät hat. Tschüss, Lea! Wink zurück, wink nochmal. Ja, top, ist drauf, glaube ich. Okay, wenn wir jetzt von hinten auf die Reifen kommen, kommt wirklich, dann sieht man, dass die Reifen noch nicht parallel sind, weil wir ja einen ganz anderen Winkel haben oder eine ganz andere, weil die auf einer ganz anderen Spur sozusagen sind. Wir haben den Drehpunkt ja, das hatten wir ja eben mal gesagt, ungefähr hier beim Vorderrad. Das heißt, der Radius, auf dem dieses Rad läuft, ist ja ein ganz anderer als der Radius, auf dem dieses Rad läuft. Das heißt, das Rad ist quasi von dem Drehpunkt weiter weg als das Rad. Dementsprechend steht es in einem anderen Winkel zum Drehpunkt, also nicht im gleichen, also steht im gleichen Winkel zum Drehpunkt, aber nicht im gleichen Winkel zueinander. Also sie stehen nicht parallel. Und wir sehen jetzt, beim vorherigen Mal hat sich das linke Vorderrad immer nach vorne gedreht. Und hier sehen wir jetzt, dass auch das linke Rad sich beim Rückwärtsfahren rückwärts dreht. Allerdings in einer ganz anderen Geschwindigkeit, als es das rechte Rad tut. Und jetzt mal, hör das mal auf, mit dem Getriebe, siehst du beide Räder? So, dann sieht man, dass das kurvenäußere Rad, in dem Fall das rechte Rad, natürlich einen viel weiteren Weg zurücklegen muss und dementsprechend halt einfach einen größeren Weg und sich schneller drehen muss, um eben mit der Fahrzeugbewegung mitzumachen. Jetzt haben wir angefangen mit der Arbeitsgangbreite und sind am Ende dabei rausgekommen, warum hat ein Vierradgabelstapler einen größeren Wendekreis als ein Dreiradgabelstapler. Aber es gehört halt dazu, wenn man wissen will, warum hat das Gerät eine andere Arbeitsgangbreite oder warum ist die Arbeitsgangbreite von einem Vierradgabelstapler so deutlich größer als die von einem Dreiradgabelstapler. Ja, ich hoffe, es war nicht zu viel Theorie. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wo der Unterschied ist. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter zuschaut, wenn ihr den Kanal abonniert, uns bei Instagram folgt, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Also, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Viel Spaß beim Weitergucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.